Der große, 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 große und große, große, große Moment ist endlich gekommen, Leute. Wird es funktionieren oder nicht? Kriegen wir einen Generalschlüssel oder nicht? Okay. Das scheint so mal richtig gut zu klappen. Jetzt vielleicht die Topflappen? Das sollte klappen. Ja, sollte es. Ja. Und jetzt hier das Gold rein. Okay. Yes! Dampfende Form. Können wir die jetzt einfach zerschlagen? Erst einmal sollte die Form ein wenig abkühlen. Ach so. Okay. Ja, wie machen wir das am besten? Auch unter Wasser halten? Wo gibt's denn hier Wasser? Wasser, 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 Wassermarsch. Ja, die dampft immer noch. Okay, wir brauchen Wasser. Wassermarsch, Wassermarsch. Ach, hier gibt's doch Wasser. Hier, komm doch hier hin. Nein, ich... Ach so, ich wollte eigentlich in die Küche und nicht gehe zu Gang. Dann nochmal zurück. So, hier. Dann wollen wir mal. Hoffentlich funktioniert das. Okay. Ja. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Wuhu! Und jetzt zerschlagen. Komm schon. Damit sollte ich den Schlüssel frei bekommen. Yippie! Ich hab's geschafft. Mein eigener Generalschlüssel. Genial. Wir haben einen Generalschlüssel, Leute. Oh yeah. Oh fucking yeah. Nur wenn es gar nicht anders geht. Oder ich Hunger auf Gold bekomme. Lecker Gold. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen durchprobieren hier. Ich liebe es, Türen zu öffnen. Jojo. Ich dachte eigentlich an Papas Hände. Das haben wir irgendwie schon mal gehabt. Nein, das Gold ist jetzt vollkommen fest. Okay. Gold ist fest, kannst du nicht mehr trinken. Das eine ist der Schlüssel in die Freiheit. Und das andere? Das andere ist der Schlüssel zur Gruppentherapie. Ah, okay. Was haben wir eigentlich den ganzen Tag lang gemacht? Ich weiß auch nicht. Gute Frage. Meine Therapiegruppe wäre stolz auf mich. Bestimmt. Moment mal. Ich Was glaube, denn? Mit dem Schlüssel kann ich die Unterschrift des Barmanns entschlüsseln. Mal sehen. Okay. XXX. Das X steht für... Für X vielleicht? Und das zweite... Ja, oh. Ja. Oh. Also entweder es heißt Barmann, oder wer das liest, ist doof. Oh. Ich hab's nicht gelesen. Mein Generalschlüssel ist deutlich cooler. Oh yeah, aber sowas von, Edna. Da kannst du aber einen drauf lassen. Ich hab's. Was? Was? Wenn ich den Generalschlüssel so an diesem Wasserbecher befestige... Ja. ...und das ganze Konstrukt dann so halte... Ja. Ja. Dann... Nichts. Scheiß Idee. Oh Mann, Edna. Der Schlüssel bringt mich überall hin, außer in den Wäschelift. Der Generalschlüssel steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem einen bekommen. Die Welt ist ein Rosinenbaum und du hast lange Arme. Lange Arme for the win. Das sind zwei nützliche Werkzeuge, die man in keinem Schweizer Taschenmesser findet. Stimmt eigentlich. So einen Generalschlüssel müssten wir eigentlich nur einbauen, wir Schweizer. Ich schlag das gleich mal vor. Huch, für einen kurzen Augenblick dachte ich, ich hätte eine Frikadelle. Aber es war nur mein Generalschlüssel. Warum dachte... Ach so, damit du den Senf drauf machen kannst, okay. Huch, für einen kurzen Augenblick dachte ich, aber es war nur mein Generalschlüssel. Ja. Das habe ich ganz ohne Telefonjoker hinbekommen. Aber den 50-50-Joker hast du beim Münzwerfen verbraten. Ja, das war ärgerlich. Dabei wusste ich die Antwort. Bist du dir sicher, dass du die Antwort wusstest? Den Generalschlüssel zerschneiden? Nach all der Mühe, die ich damit hatte? Keine Chance. Ja, das wäre natürlich jetzt cool gewesen, wenn der Generalschlüssel jetzt kaputt gewesen wäre. Das wäre irgendwie so richtig mies vom Poki gewesen. Meinen Generalschlüssel werde ich bestimmt nicht zersäbeln. Selbst wenn das mit diesem Messer möglich wäre. Was es aber ja bekanntlich nicht ist. Der ist bereits kalt.
Das ist auch gut so. Schade. Die Polizeimarke mit Geheimfach gibt es erst in der nächsten Packung. Ja, dann bleiben wir halt noch ein bisschen in der Anstalt und warten, bis die nächste Lieferung kommt von diesen Cornflakes. Schlüssel in einer Cornflakes-Schachtel? Das ist nun wirklich zu absurd. Wäre aber auch irgendwie cool. Captain Unbrauchbar hat für jede Tür den passenden Schlüssel. Leider hat er selten die Zeit, alle durchzuprobieren. Ja, das müssen ganz, ganz, ganz schön viele Schlüssel sein. Sieh nur, Harvey, wir haben es geschafft. Juhu. Wir können jetzt gehen, wohin wir wollen. Ja. Zum Jupiter, bitte, bitte zum Jupiter. Lass mich das umformulieren. Wir können jetzt gehen, wohin wir gehen können. Pah, da war ich schon. Da ist es langweilig. Da will ich nicht mehr hin. Ich will irgendwo hin, wo spannend ist. Ich will auf den Jupiter. Ich komme auch mit, ich komme auch mit. Ist zwar ein Gasplanet, da können wir gar nicht stehen oder so. Aber ist ja auch egal. Und er ist dampfend heiß, das ist auch super. Könnte ganz interessant werden auf dem Jupiter. Benutze Generalschlüssel mit Stuhlbein? Ja. Du weißt schon, dass das keinen Sinn ergibt, oder? Doch, natürlich. Über Sinn und Unsinn entscheiden nicht wir, sondern eine höhere Instanz. Unsinn! Nein, es macht Sinn, verdammt! Ich meine, ich muss mir jetzt was überlegen. Also wir könnten das Stuhlbein hier durch das Loch schieben, wenn es denn groß genug ist und dann... Ja, der Typ hier hat ja schon wieder perverse Fantasien. Natürlich musste ja kommen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe nichts gegen Schlüssel. Es sind die Schlösser, die ich nicht ausstehen kann. Ja, das stimmt. Dafür bräuchte ich wohl einen Goldmarker. Haben wir aber nicht. Also, bald ist es soweit, Leute. Bald ist es soweit. Ein Schloss. Aber zuerst, ganz zuerst. Komm schon, habe ich gesagt. Geh zu. Hallo, Edna? Ja, geht doch. Meine Liebe, man muss es halt nur wollen, was? Zuerst öffnen wir hier. Können wir das überhaupt von dieser Seite? Ja. Ha! Die Tür ist offen! Wuhu! So weit, so gut. Und jetzt natürlich hier. Jetzt, endlich! Kommen wir hier raus, Leute! Wir kommen raus! Es ist kaum zu glauben. Ja! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wir kommen raus! Okay, okay. Tief Luft holen. Und jetzt raus da! Ich sehe Licht! Ich sehe Freiheit! Ich habe keine Luft mehr! Ich bin endlich frei! Yippie! Dann lass uns in den Zoo! Ja. Das geht nicht, Harv! Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten! Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da! Was? Mauern? Nein! Mist! Gleichzeitig? Tolle Motorgeräusche. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Hulgo und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen,
Ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke einzeln und führt endlich die Patienten zum Essen. Poki, ich muss dir da was ankreiden, mein Lieber. In den Zwischensequenzen hat man nicht unsere Verwüstung gesehen. Poki, was sagst du dazu, hä? Hä? Kannst du das erklären, Herr? Das gibt's aber nicht. Warum waren unsere Verwüstungen weg? Kam da jetzt etwa eine Putzfrau oder was los? So, wir speichern mal. Speichern, 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 speichern. Deckel. Genug gedeckelt. Deckel nehmen? Nein. Poki? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Poki, oder? Also du willst mich doch jetzt wohl hier verarschen? Alter, guck das an! In dieser verschissenen Mülltonne sind einfach tausende Generalschlüssel. Das ist irgendwie ernüchternd. Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. Ja, das wünschte ich mir aber auch, ey. Alter Schwede, ist das mies. So einen hab ich schon. Und der ist jetzt irgendwie gar nicht mehr so besonders. Müsst ihr mich mit eurer Anwesenheit so deprimieren? Lass mich doch in Ruhe. Ich habe meinen eigenen. Ja. Hier. Dazu hätte ich nicht übel Lust nach dieser Ernüchterung. Aber ich behalte ihn lieber. Vielleicht brauchen wir ihn ja noch. Nein, den brauche ich sicher noch. Achso, hier könnt ihr ein paar Sachen fortschmeißen, will ich jetzt aber nicht. Vielleicht Ketchup hier noch reinschmieren? Ich werfe keine Lebensmittel weg. Okay. Lass mich ausreden. Ich werfe keine Lebensmittel weg, solange ich niemanden damit treffen kann. Ja, okay. Jo, Harvey, was sagst du denn zu dieser Blamage hier? Also, es ist einfach mies. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Achso, okay. Jo, was haben wir denn? Garage. Geh zu Garage. Huch. Ach, wir könnten natürlich eigentlich noch Poki befragen. Poki, du mieser, mieser Hund. Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Und zwar ist das ja der erste Raum, den man sieht, das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt aus der Anstalt raus ist. Nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die hohen Mauern mit dem Stacheldraht aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch zwei Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Also Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Tja, wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, wird ihm hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Sofern man überhaupt einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Heißt das etwa, hier sind auch noch? Oh Gott, ey! Wie viele haben das denn geschafft, Mann? Und ich dachte, wir sind genial. Guck mal, hier sind Starthilfekabel. Rüstzeug im Kampf gegen die Antriebslosigkeit. Wuhu! Kann's jetzt losgehen? Und ab! Sehr gut. Okay. Womit? Mit Harvey. Ja. Was haben wir hier noch? Schraubenschlüssel. Der sieht nützlich aus. Mhm. Schönes Geräusch. Okay. Wofür? Weiß nicht. Einfach so. Schraubenschlüssel können wir auch mitnehmen. Natürlich. Lackdosen, okay. Was sollen wir denn mit Lackdosen? Bordeaux Metallic. Mhm, schön. Kannst du die mitnehmen? Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Okay. Ihr unnützen Lackaffen. Eingetrocknet und alt. Wie Dr. Marcel.
So, was haben wir hier noch? Eine Autotür, ein Fenster. Gucken wir mal die Autotür an. Wie bekomme ich die jetzt auf? Keine Ahnung. Einfach ohne nehmen. Den Wagen nützt sie mir nichts. Ja. Hallo? Ist da jemand drin? Ich werte das als unentschiedenes Jein. Na gut. Zu. Haben wir immer irgendwas? Dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Haben wir da irgendwas? Vielleicht einschlagen? Ich werde diese Tür zerschlagen. Ich werde... Tu es nicht. Es gibt immer eine kompliziertere Lösung. Okay, du okay. Du hast recht. Ja. Und wir werden sie finden. Ugh. Stuhlbeinens könne kaputt gehen. Autotürens könne kaputt gehen. Ugh, ugh. Dann könne kaputte Autotür sage heile Stuhlbeinen. Aufgehen. Mach aufgehen. Ja. Toll. Harvey, fahr den Wagen vor. Wie denn, Edric? Es ist zu. Warum hast du abgeschlossen, Harvey? Bist ein kompletter Vollidiot. Ja, ich male einfach einen Türknauf drauf. Genau. Findest du es nicht ein wenig schlicht, die Gesetze der Physik auf diese Art zu brechen? Nein. Oh. Ja, du nein. Hast recht. Nein. Nein, das wäre doch so geil gewesen, Mann. Ja. Wenn dieser Lappen auf die Tür trifft, überträgt er mit etwas Glück seine extreme Labbrigkeit auf das Wagenblech. Ja, und dann können wir die Tür einfach auffalten. Nichts. Wir geben diesem Plan lieber noch etwas Zeit, damit er reifen kann. Ja, der muss reifen wie ein guter Wein. Es tut nur so, als wäre es härter als die Tür. Armes Schlitzschlatz. Schlitzschlatz. Aufmachen! Polizei! Keine Reaktion. Hört nicht mal auf die Polizei. Mann, Mann, Mann. Das Honkmobil hat eigentlich Zentralverriegelung. Man müsste halt mal die Sicherung wechseln. Was man aber eben nicht tut. Lässig nahm 00 Harvey seinen geschüttelten Martini und öffnete mit seiner goldenen Cocktailcard Smart die verblüffte Autotür. Harvey, kannst du das auch? Bist du auch so cool wie 00 Harvey? Hä? 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 Scheint wohl nicht so, was? Mann, Harvey. Mann, Mann, Mann. Also könntest du ein bisschen mehr, ne? Wie 00 Harvey sein, echt. Ich habe mal einen Iren gesehen, der ein Auto gegessen hat. Was? Sehe ich aus wie ein Ire? Meinst du nicht, der ein Irrer? Und kein Ire? Ire? Ire. Lass uns das Auto mit Senf lackieren. Cool. Ja, 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 ja. Basteln wir uns ein Abschleppwagen? Was? Ach nö. Lass uns das Auto mit Ketchup lackieren. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Basteln wir uns einen Ferrari. Yeah. Spinnst du? Ich bin doch kein Snob. Ah, natürlich nicht, natürlich nicht. Wir fahren nur smart. Ja, mit dem Magneten im Telefonhörer kann ich den Türknopf hochziehen. Hurra! Jetzt müssen wir nur noch den Plastiktürknopf telekinetisch durch einen eisernen austauschen. Was? Mist. Oh, das wäre jetzt so ein toller Plan gewesen. Hätte ich im Kindergarten doch nur öfters Fingerhackeln gespielt, dann könnte ich jetzt die Kraft einer Hydraulikzange aufwenden. Ich würde das Blech wie Butter zerschneiden. Das wäre auch eine gute Idee. Das ist kein Autoschlüssel. Mist! Ich habe einen Plan. Ja. Wir reinigen die Scheibe und bekommen so viel Trinkgeld, dass wir den Bus nehmen können. Genial! Schaka! Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Hm? Ohne den Wagen nützt sie mir nichts. Und nun? Ah. Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Ah, natürlich. Ah, das Fenster war offen. Ja, da konntest du natürlich mit dem Kleiderbügel den Stöpsel halt hochziehen. Weil du auch nicht mit die Verriegelung, genau. Tja. Poki. Nee, wir speichern jetzt. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann brauchen wir also noch einen Fahrer. Vielleicht kann ja der Poki fahren. Wäre ja gar nicht mal schlecht. Also, bis dahin. Ciao.